Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Replay Lego City Undercover. Im letzten Part haben wir die letzte Verkleidung ergattern können mit der Bauarbeiterverkleidung, sodass wir jetzt mittlerweile alles eigentlich, bis auf den Griff von Rex Fury, das kommt glaube ich zum Abschluss der Story, aber ansonsten können wir jetzt eigentlich alles bedienen. So, und wir haben als nächste Mission, wunderschöne Aussicht von hier, auch netter Sonnenuntergang, als nächste Mission sind wir in der Sternwarte unterwegs, weil da irgendwie... Ja, von Rex Gang noch einer irgendwie was. Ich weiß gerade gar nicht genau. Es ist ein paar Tage her, dass ich den letzten paar, zwei Wochen sogar. Ihr wisst ja, letztes Mal war wegen Kopfschmerzen ausgefallen. Rex will, dass wir das Teleskop aus der Sternwarte klauen. So war das. Ja, Rex interessiert sich für Astrologie. Gar nicht größenwahnsinnig. Ist sicher nicht für Rex, sondern für den alten Herrn, stimmt's? Stimmt. Den alten Herrn? Nun, worauf wartest du? Du hast doch diesen Pressluftbohrer von der Baustelle, oder? Dann benutze ihn. Ja, Sigi, genau, richtig. Ich erwähnte es gerade. Oh, ein bisschen jupps Auge. Wie gesagt, wir haben im letzten Part die letzte Verkleidung. Wo ist sie? Selbstverständlich hätte ich es andersrum machen sollen, wie immer. So, 16 Stück. Und damit können wir natürlich unter anderem... Nö, liegt aber wohl daran, dass ich Fisch bin. Macht total Sinn. Nee, tatsächlich, mit Astrologie kann ich auch wenig anfangen. Also mit dem Universum sehr viel und allgemein mit Wissenschaft viel. Aber mit Astrologie, also, oh, die Sterne stehen heute mäßig günstig. Ja, nee, ist klar. Nach hinten. Das ist Kaffeesatzleserei. Nicht zu sagen, Blödsinn. Meine bescheidene Meinung. So ist das. So, ja, ich bin mal gespannt. Das wirkt einem, klingt ein bisschen größenwahnsinnig, das Teleskop zu klauen. Hab ihn wohl etwas ramponiert. Ja, und ich glaube, die halbe Stadt halt auf dem Weg. Augen auf. Falls wer kommt... Kümmer dich um ihn. Ja, alles klar. Dann machen wir einen auf Hulk und, ah ja, er zeigt uns gleich schon mal. Sehr schön. Was wir dann tun sollen. Freund oder Feind? Oh ja, Polizei. Na dann, dann wollen wir mal. Es tut mir leid, liebe Kollegen, aber das kann ich leider nicht tolerieren. Wir sind hier undercover im Einsatz und da dürfen wir uns von euch leider nicht versauen lassen. Wir sind, oh, einmal den Boden ein bisschen bearbeiten. Ja, das können wir uns leider von euch nicht versauen lassen. Tut mir leid. Sehr schöner, ein Schlüssel. Ein sehr schöner Move. Hast wohl trainiert, mit der Arschbombe. Auf jeden Fall funktioniert dieses Ding jetzt wieder. Wir müssen das Dach der Sternwarte aufkriegen. Aus dem Vordereingang kriegen wir das Teleskop jedenfalls nicht raus. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Gerade wenn man sich auch die Größe von dem Kran anschaut. Jetzt ergibt das Ganze Sinn, dass wir das gute Stück klauen sollten. Und der alte Herr. Den Sicherungskasten. Hm. Die Kabel gehen zur Kuppel. Im Endeffekt, folge dem Geld. Dann findet man die Verantwortlichen. Und wenn wir an Geld denken, ja, ich denke, wir wissen, wo die Spur hinführen könnte. Und wer dieser alte Herr sein könnte. Haben wir gerne gemacht. Heroische Musik. Jetzt müssen wir nur noch das Teleskop auf den Laster laden und uns schnellstens vom Acker machen. Ja, es wird ja problemlos, ne? Komm schon, in den Kran mit dir. Apropos, dass unserem Kollegen hier nicht auffällt, wir haben uns am Ende des letzten Parts hier so hervorragend mit dem Pappkarton verkleidet. Ne? Fällt dir nicht auf, dass wir uns, na gut, wem das nicht auffällt, dass das ein Pappkarton war, da brauchen wir gar nicht weiter drüber nachdenken. So. Ja, ausgerichtet haben wir ihn. Mit welchem Knopf kann ich ihn denn? Mit A anscheinend nicht. Jetzt hinten auf den Laster. Alles klar. Mit. Nach hinten ausgerichtet. So können wir die Polenta schon meilenweit kommen sehen. Gut. Und jetzt in den Laster mit dir. Ja, okay. Wie das Ding da hin und her zuppelt. Gut, mäßig elegant, ein klein bisschen links und rechts angedutscht, aber was anderes sind wir aus Lego City ja auch nicht gewohnt, ne? Auch die Verbrecher nicht. So, dann wollen wir mal. Jetzt bin ich gespannt, inwieweit die Polizei uns jagt. Jetzt haben wir ja zumindest sogar ein polizeiartig aussehendes Fahrzeug als Eskorte, wollte ich gerade sagen. Vielleicht schreckt das die Polizei ab, aber nein, natürlich nicht. Okay, dann, apropos, du solltest vielleicht, ja gut, folgen ist eine Sache, aber gut, die Polizei scheint nicht besonders aggressiv. Die sperren dann nur die Stellen ab. Ja, verliere ihn nicht. Witzig. Ich kann nicht schneller. Vielleicht sollte der nicht abhauen. Wir sind hier in einem LKW. Schneller fahren kann ich nun mal nicht. Ich würde sagen, der sollte eigentlich... Oh.
in seinem Wagen uns ein bisschen helfen und die Polizei wegchecken, aber scheinbar hat er das gerade gemacht. Zumindest mit einem, habt ihr das gesehen? Mit einem der Wagen von der Straßensperre da an der Seite. Sehr schön. Und ich denke, ja, die Polizei ist hier dankenswerterweise... Ey! Nicht so schnell unterwegs, wollte ich sagen. Drängen wir die einfach ab. Wir haben ein großes Vehikel, aber mutig, der Knabe. Gehst du weg? Lass uns in Frieden. Wir klauen doch nur jede Menge Sachen. Und jetzt halt mal ein Sternenhoroskop oder so. Teleskop, nicht Horoskop. Ich finde das echt schade, dass ich mich nicht... Oh, schlecht. Hör mal, das ist aber jetzt nicht dein Ernst. Okay, in dem LKW steckt mehr drin, als ich gedacht hätte. Ich wollte gerade sagen, das sieht nach Endstation aus. Was ich sagen wollte, ich finde es ein bisschen schade, dass ich mich bei Lego City nicht umdrehen kann. Also mal gucken, wie es mit den Verfolgern aussieht. Okay, die drehen, wundert die nicht, dass die Brücke hochgeklappt ist. Die drehen einfach um. Gut, andererseits, was willst du auch machen, ne? Man kann natürlich so ein Stunt hinlegen, wie wir das gerade gemacht haben. Weil ich mich gerade frage, hier der Polizist vor uns, hat der gerafft, dass wir hier gerade hoch illegal unterwegs... Jetzt hat er es gerafft. Hör mal! Nein! Oh, das ist jetzt nicht euer... Das war jetzt aber unfair. Ich muss es mir gleich nochmal im Video angucken. Aber ich bin geneigt zu sagen, da konnten wir jetzt nichts für. Da hat unser Partner sich einfach saudämlich angestellt, weil er sich so blöde hat rammen lassen, dass er auf die Seite gefallen ist. Klar, ich bin ihm dann am Ende natürlich ein bisschen in die Karre reingefahren. Hab dann also dazu beigetragen, dass sein Auto explodiert und die Mission gerade gescheitert ist. Aber ich glaube, da hätten wir auch nicht mehr viel machen können. Boah, ich habe irgendwas, tut mir leid, Leute, irgendwas im Auge. Das juckt die ganze Zeit ein bisschen. Mir gerade schon die ganze Zeit. Wie die Polizisten da rumrennen. Oh, 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 oh. Das sieht alles nicht sehr strukturiert aus. Sondern alles ein bisschen panikartig. Geh weg. Lass uns in Frieden. Ah, ist nicht, Kollege. Mutig ist er aber ja, muss man sagen. Ne? Also ich würde mich nicht hier mit so einem 20-Tonner anlegen wollen. Jetzt vielleicht kürzen wir auch ein bisschen ab, ne? So ein bisschen Offroad hier, passt schon. So, zumindest auf der Minimap. Ich wollte gerade sagen, jetzt würde ich mich gerne wieder nach hinten umgucken. Wie eben an der Stelle auch, aber zumindest auf der Minimap sieht man ja ein bisschen die Verfolgerfahrzeuge, wie da die Situation ist. Ja, und jetzt haben wir die Verfolgerfahrzeuge natürlich logischerweise auch erstmal ein bisschen abgehängt. So, aber jetzt bin ich neugierig. Kommen jetzt die gleichen? Nee, es kommen andere Fahrzeuge. Also es ging mir jetzt vor allen Dingen um das kleine Polizeiauto, weil ich mich da eben gefragt habe, ob der Knabe dabei ist, uns, Schrägstrich, unseren Kompagnon da vorne zu verfolgen. Oder ob der einfach nur zufällig dazwischen uns gefahren ist und eigentlich nicht wirklich gemerkt hat, so wirkte das nämlich auf mich. Ja, dass da gerade zwei Kriminelle dabei sind. Jetzt fall nicht schon wieder um, du Vollidiot! Oh, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber das kann ja wohl nicht wahr sein, wenn der mir jetzt hier wieder die Mission abbricht, weil er zu doof ist zu fahren. Kollege sagte, ja? Mann, 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 Mann. Also wenn hier einer fährt... Bremsen, Bremsen! Boah, der LKW hat nicht die besten Bremsen. Jetzt fahre ich meinem Kollegen wieder hinten drauf. Mann, Mann, Mann. Und ich dachte, Frank Honey fährt schlimm. Aber das ist ja, du, Entschuldigung... Wie der kleine Wagen geflogen ist. Na gut, gegen so einen 20-Tonner hat er natürlich keine Chance. Das ist klar. So, jetzt bin ich etwas beruhigt, dass wir von der Straße runter... Kann ich hier tatsächlich drüber springen? Dass wir von der Straße runter sind, sodass unser Kollege jetzt hoffentlich keine komischen Stunts mehr macht, die zum Abbruch der Mission führen. Ne? Unfassbar. Komischer Dude. Ich wollte gerade sagen, Tag nicht vorm Abend loben, wie der da in die Seite reingefahren ist, aber okay, er weiß, wo die geheime Passage ist. Und das riecht ja auch schon wieder nach Geld, ne? Da muss man doch Milliardär sein, um sich sowas leisten zu können. Kapitel 13. Geheimnisse. Alles läuft nach Plan. Hä? Rex.
Na, das wirkt doch nach einer geheimen Operation für uns. Oh Gott. Durch die verschiedenen Anlagen der kriminellen Unterwelt von Lego City. Und die letzte Lieferung? Gerade angekommen. Exzellent. Jetzt brauchen wir nur noch das Passwort für den Apparat des Professors. Ich könnte ihn weichkochen. Nicht nötig. Meine Leute haben endlich das Druckmittel, das wir brauchen. Witzig. Nicht wahr, Mr. Blackwell? Ist ja gut. Entschuldigung, das ist einfach lustig. Boss, Ihre Webcam ist wieder falsch eingestellt. Ein bisschen. Was? So was Lästiges. Technik. Und Ihre Stimme klingt so komisch. Ich melde mich wieder. Ja, den Professor? Fluch kenne ich. Damit muss Professor Kowalski gemeint sein. Oh, ein Glück, dass ich das mitbekommen habe. Das ist der Truck des Eindringlings. Oh, das war's mit meiner Tarnung. Irgendwo muss er doch stecken. Such ihn. Puh, das war knapp. Einen Tag nicht vom Abend loben, Schiss. Ich wollte gerade sagen, das war's noch nicht. Ich hasse dich, Fahrstuhl. Oder die nette Ansage. Aber ich würde sagen, ist alles nicht so tragisch. Dann legen wir uns hier halt, ne? Wobei eigentlich genau. Hier schocken wollen wir die doch gar nicht, sondern eher direkt einwickeln. Ich streng mich nicht mal an. Da brauchst du auch nicht. Das lohnt sich nicht. Ich auch mein Horoskop, in dem es hieß, ein großer, finsterer Fremder würde mich verhaften. Aber wo sind wir denn hier bitte groß und finster? Als Lego-Figur sind wir alle gleich groß, außer Rex Fury. Das haben wir ja gesehen. Der ist ein wahrer Riese. Mit 5 Zentimetern oder was das war, ich weiß es nicht. Großartig. Ja, aber kein Problem, wenn die Deckung auffliegt. Ja, okay, das können wir noch nicht. Dann brauchen wir die Kräfte von Rex Fury. Boah, das geht echt schnell jetzt mit den Multiplikatoren, dass man den Lego City Held erreicht. So, gibt's hier was Schönes oder nur ein paar Stats? Ah, alles klar, hier können wir was machen. Wobei, erstmal hier auch noch. Eigentlich, wir kennen das, ne? Schadet nicht, immer alles erstmal zerdeppern. Auch sowas hier. Ich nehme es jetzt einmal mit, auch wenn wir natürlich längst... Das, oh Gott, das war ein schlechter Wurf. Aber einfach nur, falls man dafür wieder unerwarteterweise eine Polizeimarke oder ähnliches kriegt. So Spielkindaktivitäten lohnen sich in Lego City doch meistens. Oder? Vertue ich mich an dieser Stelle. Hm? Okay, enttäuschend. Nicht mal Stats. Ach doch, alles klar, jetzt. Ich wollte gerade sagen, das wäre doch eigentlich wieder eine klassische Stelle. Jetzt irgendwo in der freien Welt würde ich jetzt nicht erwarten, dass wir dafür was Größeres kriegen, aber innerhalb einer Mission. Und vor allen Dingen macht das ja voll Sinn, hier so einen Basketball hinzustellen. Basketballkorb. So, los, aufmachen, genau. So, und ich wollte gerade sagen, links da vorne war doch eben eine Plattform. Ja, wobei, im Moment kann ich nichts kaputt hauen. Wo wir die Kiste hinlegen können. Und dann können wir wahrscheinlich irgendwie einen Türöffner zusammenbasteln. Sesam, öffne dich. Jawohl. Und ich will genau... Oh. Genau, ich wollte gerade sagen, ich will hier noch alle Kisten zerdeppern. Wer weiß, was man hier noch alles finden kann. Ich habe es natürlich nicht übersehen, dass wir da auch irgendwie noch nach oben fliegen können. Das werde ich gleich auch... Jawohl, hier vorne ist aber nichts mehr. Hier können wir noch den Schreibtisch zerdeppern, aber ich glaube, das bringt nichts. Genau. Alles klar, dann gucken wir mal. Wo führt das denn hier hin? Oder bringt uns das nur ein paar Stats? Nee, nur ein paar Stats. Aber die nehmen wir natürlich auch gerne dankend mit. Oh ja. Ich erinnere mich, uns steht noch ein sehr, sehr, sehr langer Bungee-Jump bevor. Oder was heißt, nee, nicht Bungee-Jump, wir haben kein Seil an Füßen.
Ich habe Angst. Das wird übel enden. Okay, jetzt zerdeppern wir eben noch ein bisschen die Ausstattung, aber ich glaube, wir können das nicht mehr hinauszögern. Ich habe Angst. Das wird böse enden. Noch ein bisschen Teile zu deppern. Aber ne, hier vorne gibt's... Oh, da waren Edelsteine drin. Oder sah das nur so aus? Nicht schlecht, Herr Specht. Könnte man doch eigentlich sich unter den Nagel reißen. Okay, Leute. Ich habe Angst. Auf geht's. Geronimo! Wieso? Ah, okay. Ich brauche ein Sprungbrett. Ich dachte gerade erst, ich kann es nicht kaputt hauen, aber... Okay, jetzt aber. 1, 2, 3. Geronimo! Los geht's! Ah! Ich hab Angst. Ging das nochmal? Ah, okay. Genau, so können wir auch ein bisschen bremsen. Ja, oh. Komm, schaffen wir es noch? Jawohl, dank Bremsen schaffen wir das noch. Ja, das hoffe ich in der Tat auch. Boah, die sieht man ganz schön spät. Ja, klar! Keine Ventilatorflügel, nur Laserkanonen. Ich wollte doch gerade sagen, das habe ich echt vergessen. Stimmt, ich erinnere mich. Das wäre hier so böse. Ich glaube, dann sollten wir auch nicht mehr bremsen. Und Five Miner auf die Stats, davon haben wir genug. So viel zum Thema. Genau. Ich wette, dieser Schacht endet in einem Schmelzofen. Chase, beschrei es nicht. Es wirkt gerade auf mich echt ein bisschen Star Wars-artig hier. Als würden wir hier in einen Todesstern reinfliegen, um diesen zu sprengen. Fallschirm, Fallschirm! Damit schaffen sie wohl das meiste Material heran. Aber krasse Ausstattung hier. Oh. Gut, dass du schwimmen kannst, Chase. Na gut, dann schicken. Oh, herrlich, wie der da gerade auf dem Rücken lag und am Chillen ist. Super. Ja, sollen sie uns gerne ihre Schergen schicken und macht nichts. Rot, gelb, blau, alles klar. Die lassen sich aber offen gestanden ganz schön Zeit gerade. Soll uns nicht weiter stören. Dann können wir uns hier schon mal... Was kriegen wir hier eigentlich Hübsches? Irgendwas nicht zum Zusammenbauen, zum Zerdeppern. Das nehmen wir auch. So. Bergbauarbeiter, da bist du. Und die Angreifer, Leute. Traut ihr euch nicht? Ich mache mir ja schon Sorgen um euch. Und das bevor wir euch verhauen haben. Ah, alles klar. So, kommt, Jungs. Kleines Stell-Dich-Ein, hä? Nicer Move, Chase. Alle drei auf einmal. Nicht schlecht. So. Stups. Verpassen wir dem Teil ein Upgrade. Oder sie versetzen es überhaupt erst wieder in Funktionsweise, ne? Rums. Schon wieder, also die haben mal merkwürdige Sachen, habt ihr gesehen? Da war ein Apfel drin und auch ein Juwel. Die haben eine merkwürdige Kombination, die sie da unterbringen. Okay, da hinten sehe ich schon eine Superbauplattform ganz rechts. Aber eins nach dem anderen. Erstmal hier vorne alles zerdeppern und anbauen. Superbau kommt noch früh genug. Okay, ich glaube, allmählich haben wir hier aber alles. Also alles kaputt gehauen, was man kaputt hauen kann, meine ich. Ach, guck mal, das war gar kein Superbau. Ich habe nur aus dem Augenwinkel die gelb-schwarzen Warnstreifen da von der Tür. Habe ich aus dem Augenwinkel für die Bodenplatte von einem Superbau gehalten. Ich habe meine Brille nicht auf. Naja gut, also ich habe tatsächlich eine Brille, allerdings auf die kurze Distanz brauche ich es nicht. Deswegen habe ich es beim Let's Playen eigentlich nie an. Ich sag mal so ab 1,5–2 Meter. Was ist denn da drüben los? Mit dem Strom. Das macht mich ja auch neugierig. Kommen wir hier schon durch? Nein. Dann macht mich der Strom gleich doppelt neugierig. Müssen wir da noch irgendwo was? Haben wir da noch irgendwas übersehen? Aber da kommt man doch gar nicht hin. Ach.
Der Kran ist schon fertig zusammengebaut und wir können, alles gut, klar, Entschuldigung. Ich stell mir einfach vor, dass das ein Greifautomat vom Rummel ist. Das habe ich übersehen. Na, ob das so eine gute Idee ist? Also ich habe es zwar nur als Kind probiert, diese Greifdinger auf der Kirmes, aber ich habe da nie was gewonnen. Die sind immer runtergefallen. Okay, willst du jetzt mal eben... Das sieht nicht gesund aus, Chase. Das arme U-Boot. Okay. Das haben wir mal geschickt versenkt, würde ich sagen. Mein U-Boot! Oh! Hat sich's was mit dem Heranschaffen von Material. Und mit diesem Motor komme ich durch die verstärkte Tür da drüben. Ach, der ganze Aufwand jetzt, um die Tür zu sprengen da hinten, oder was? Oh Gott. Klopf, klopf. Ja, klopf, klopf, trifft's. Rums! Hallöchen! Da sind wir. Wer ist da? Special Forces mit Jetpack. Ich will auch. Also das Jetpack meine ich. Ach krass. Hör auf damit. Ja, wo soll ich dich denn jetzt hinschmeißen? Ha? Schon witzig, wie die ableben. Aber das Jetpack hätte ich wirklich gerne. Ich meine, ich weiß natürlich, dass wir das auch irgendwann bekommen. Ich weiß aber nicht mehr, wann genau. Vielleicht ja schon in den Missionen, oder ist es erst... Ach, pfeift doch einer auf das Feuer. Also die Hitboxen vom Feuer sind echt gruselig. Oh! Wo kamen die denn jetzt her? Haben wir noch eine in Reserve mitgenommen, oder was? In Klammern, nein, haben wir nicht. Aber wo kommt die her? Die erste haben wir doch eindeutig zerdeppert. Naja gut, okay. Sollen uns nicht weiter stören. So, alles kaputt machen! Boah, jetzt kommt aber wirklich hier die Special Units, ne? Mit diesen schwarzen Anzügen. Naja gut, wir nähern uns mit großen Schritten, glaube ich, auch den hauptverantwortlichen Kriminellen. Insofern nicht weiter verwunderlich, dass hier auch seine Schergen langsam stärker werden, ne? Habt ihr das gesehen? Yes! Macht er da so einen Move, weil er es geschafft hat, sich abzurollen. Und, oh, ich wollte gerade sagen, der rote Stein, der ist aber sehr einfach, aber Pustekuchen, da sind Laserstrahlen davor, die ich übersehen habe. Aber gut, da kriegen wir auch noch hin. Wahrscheinlich irgendwo hier ein kleiner Stromkasten, vielleicht dahinter der... Also ich habe es natürlich gesehen, die Tür mit der Brechstange machen wir gleich noch auf. Und dann ist bestimmt, kommen wir hier schon durch? Nein. Ist dahinter bestimmt irgendwie ein kleiner Stromkasten, um das abzustellen. Okay, dich kann man nicht kaputt hauen. Na, dann schauen wir mal. Zumindest nochmal ein weiterer Spind. 5 Stück wahrscheinlich für einen Polizeimarkenabteil. Doch, wollte gerade sagen, für einen Polizeimarkenabteil. Ah, okay, alles klar. Aber ich sehe gerade, hier vorne ist noch so viel zu zerdeppern. Das könnte ausreichend sein, um danach... Nee? Okay, nein. Um was zusammenzubauen, wollte ich sagen. Aber das ist dann zumindest noch nicht der Fall. Ah, alles klar. Nicht über die Elektriker-Verkleidung, sondern mit Farbkanone. Genau, und da vorne sehen wir auch den Farbwechsler. Allerdings, es ist ausgeschaltet und wir schalten es an. Also ob wir dadurch dann unten die Laserstrahlen deaktivieren, vielleicht ist das auch für was anderes hier. Oh, Blumenkästen 5 Stück zerdeppern. Also Blumenkisten und Spinde. Und hier vorne das... Das Eis. Oder was ist das? Nee, eine Glas... Das Jetpack! Ich habe eben davon gesprochen. Ich wusste nicht mehr, wann wir es kriegen, aber ich würde mal sagen... Mein eigener Raketenrucksack. Geil, jawoll. Sehr nice. Ich freue mich. Ja, wie ihr merkt, ist mir nicht mehr geläufig gewesen, wann man den kriegt. Aber ich freue mich, dass es jetzt in der Mission ist und nicht erst nach Story-Abschluss. Sehr cool. Oh, Moment. Aber ich will immer noch wissen... Ach, wir brauchen mit Sicherheit Rex Fury, um das kaputt zu machen. Und anders kommen wir nicht dran, ne? Ich gehe mal stark davon aus, so wird es sein.
Schade, dann können wir uns das jetzt nicht unter den Nagel reißen. Aber gut, alles zu seiner Zeit. So, und wo fliegen wir hier hin? Jetzt habe ich natürlich gar nicht aufgepasst. Okay, einfach springen und nochmal springen im Flug. Ähnlich wie mit den... Wohin? Hilfe! War das jetzt Absicht, dass wir hier landen? Ich bin mir nicht sicher. Aber egal, sei es drum. Zumindest gibt es hier noch fleißig... Ah, okay. Und dann kommen wir hier von unten wieder an die Plattform, wo wir gerade waren. Und auch nochmal ein... Ist denn die Tür jetzt oben offen? Die war ja eben verschlossen. Oder vielleicht können wir die von dieser Seite aus... Jawohl. Von dieser Seite aus öffnen. Komm schon, Chase. Gib alles! Ich frage mich allerdings immer noch, war das Absicht, dass wir hier unten runtersegeln? Bin nicht ganz überzeugt. Andererseits, hier ist noch so viel Zeug. Schon wieder so Energiestrahlen. Chase hängt irgendwie fest. Kommst du da? Ich habe ein bisschen Angst, in den Abgrund zu fallen. Komm. Vielleicht mit Jetpack. Oh, jawohl. Da kriegen wir auch noch mal ein bisschen Höhe beim Springen. Das hilft auch definitiv. Aber ich will doch gar nicht so komplett weg. Da unten gibt es doch noch so viel. Aber gut, okay, vielleicht müssen wir hier unten, hier oben auch erstmal was machen, um diese Laserstrahlen abzuschalten. Schade, dass man die, wenn man sie so komisch geschockt hat mit der Kanone, dass man sie dann nicht direkt festnehmen kann. Na komm, dann halt eine Hurricane Rana. So. Und Leute, ich bin geneigt zu sagen, wir machen an der Stelle mal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part direkt an dieser Stelle wieder und machen weiter. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Gordrak. Ciao.